Es sieht nicht gut aus im Schwarzwaldort Villingen-Schwenningen am 28. Juni dieses Jahres. 18.000 Gebäude beschädigt, tausende Autos zerstört. Die Ursache? Ein Hagelsturm der Superlative mit Körnern von bis zu 10 cm Durchmesser. 4 Stunden zuvor im 95 Kilometer entfernten Reutlingen. Marco Kaschuba ist wetterfühlig, sehr wetterfühlig. Er ist Deutschlands Stormchaser Nummer 1. Diese Form der Freizeitgestaltung kommt aus den USA und beginnt meist mit einem Blick ins Internet. Also ich gucke jetzt hier, wie man hier sieht, auf den Radarfilm. Hier hatten wir ja die Deutschlandkarte und wir sehen hier aktuell stärkere Gewitterzellen über Frankreich. Die Zugrichtung passt, also in den nächsten 2-3 Stunden dürfte es hier in Baden-Württemberg aktiv sein. Wir können das Ganze mal hier im Regionalschnitt angucken. Ja, die Zugrichtung, wie man hier schön sieht, direkt in unsere Richtung. Und wenn es hier im Umkreis von 50 Kilometer eintrifft, dann werde ich wahrscheinlich auch gezielt dann drauf zufahren und das Ganze dann vor Ort beobachten. Genau das ist das Geheimnis beim Sturmjagen. Nicht hinterherfahren, sondern am besten frontal hinein. Doch was treibt Menschen dazu, sich in Gefahr zu begeben, statt ihr aus dem Weg zu gehen? Also das Wetter insgesamt hat mich schon seit der Kindheit fasziniert. Aber Unwetter ist einfach das Wetter, wo wirklich aktiv ist, wo man was sieht, wo man merkt, was die Natur eigentlich für eine Gewalt hat. Die ganze Atmosphäre, der Wolkenaufzug, bedrohlich schwarz und tief die Wolken, wie es dann anfängt mit Sturmböen. Und wie gesagt, die ganze Situation, die ist eigentlich das Faszinierende dran. Und ja, so wird man dann im Laufe der Zeit eigentlich so zum Sturm- oder Tornadojäger. Via Handy hat er die neuesten Infos erhalten. Die Gewitterzelle ist über Villingen aktiv. Aus rund 20 Kilometern Entfernung verschafft sich Kaschuba einen ersten Überblick. Nicht ohne zuvor das wichtigste Handwerkszeug eines Sturmjägers zu installieren. Möge das Wetter kommen. Also wir sehen jetzt hier den Alpbrand. Es ist die Gewitterzelle, was jetzt von Villingen-Schwenningen hier hochzieht Richtung Hechingen. Und wir sehen jetzt vor uns schon den Niederschlagsbereich. Es schimmert so etwas grünlich und weißlich. Das wird wahrscheinlich der Hagel sein. Stimmt. Und der macht auch gleich richtig Krach. Blechdach-Symphonie mit Finale Furioso. Minuten dauert das eisige Bombardement. Die Reparatur der Schäden wird vermutlich etwas länger brauchen. Besonders, wenn man im Glashaus gesessen hat. Es sind Bilder wie diese, die Versicherungspolicen in die Höhe treiben. Geschätzte Schadenssumme im sechsstelligen Bereich. Wir haben hinten bei den Produktionsflächen einen Glasausfall von 98%. Das heißt, 2% der Scheiben sind noch oben und der Rest ist alles runtergefallen. Pflanzen sind auch zu 95% kaputt. Und ja, das sind deutliche Worte, denke ich. Für die einen ein Versicherungsfall, für Sturmjäger Kaschuba ein Moment ehrfürchtiger Demut vor der Natur. Ein Hagelkorn mit einer Größe von etwa 8 cm im Durchmesser. Der Wahnsinn. Hagel ist bei Sommergewittern eine häufige Begleiterscheinung. Größer als einen Zentimeter wird er aber in der Regel nicht. In der Regel. Ortswechsel. In Offenbach hat Meteorologe Gerhard Lux auf einen neu eingerichteten Lehrpfad zu diesem Thema physikalisches Basiswissen parat. Hagel entsteht einfach durch Frieren von Wolkentropfen in den sehr kalten oberen Bereichen der Wolke. Das hat man auch in Villingen so gehabt. Und insbesondere, wenn die Aufwinde sehr, sehr stark sind, dann hat das Hagelkorn viel Zeit, dort oben zu wachsen, immer mehr Flüssigkeit und Wasser aufzunehmen, mit anderen zusammen zu wachsen. Und dann können auch mal 8 oder 10 cm, so wie in Villingen, zusammenkommen, bis es dann schwer genug ist und seitlich an der Wolke rausfällt. 2700 Mitarbeiter beschäftigt der Deutsche Wetterdienst. Kunden sind unter anderem Fluglinien, die ihre Betankung von günstigen Höhenwinden abhängig machen. Doch eigentlich steht der DWD mit seinem Beamtenanteil von 60% im Dienste des Bürgers als Vorhersager.
Man kann das schon etliche Stunden vorher sehen, dass die Lage schwül, warm und gewitterig ist, dass also Gewitter im Anmarsch sind. Das war auch schon den ganzen Tag über klar, wurde auch entsprechend gewarnt. Und besonders schwere Gewitter erkennt man im Wetterradar und über unser Blitzortungssystem eigentlich so 1 bis 1,5 Stunden ganz gut im Voraus. Das Ganze geht ja meistens erst nachmittags los. Und die Häufigkeit der schweren Gewitter liegt so etwa in den Spätnachmittagsstunden, in den frühen Abendstunden. Zurück in der Praxis. Beim Sturmjagen kommt es auf Schnelligkeit und Beweglichkeit an. Für die Münchner Walter Stiegelmeier und seinen Kollegen Erik Cibiciura heißt das Vollgas. Das ist ganz frisch, da kommt da was. Genauso wie wir es mögen. Das ist ein ganz frisches Gewitter. Da müssen wir Richtung Starnberg zurück. Jetzt filmen wir es noch ein bisschen und dann fahren wir Richtung Starnberg. Dann kommen wir voll rein. Und zwar da. Wir stehen jetzt hier bei Münsing und wir schauen jetzt hier rüber Richtung Feldafing. Wahrscheinlich ist die Zelle genau über den Starnberger See. Das kann man hier ganz gut sehen. Und das sehr. Statistisch betrachtet erlebt jeder Ort in Deutschland 20 bis 40 Gewitter pro Jahr. In Süddeutschland häufiger als im Rest der Republik. Sturmjäger jagen fast alles, was aus Wolken kommt. Und wenn gerade kein Tornado vorbeirauscht, tut es ausnahmsweise auch mal ein Wolkenbruch. Oh, ich schätze 30, 40 Liter auf dem Quadratmeter. Innerhalb von kurzer Zeit. Ein Ausfall der Kamera wegen Feuchtigkeit ist die Urangst jedes Gewitterjägers. Doch wenn es den Kampf Einzelner gegen die Elemente zu dokumentieren gilt, geht man das Risiko ein. Zurück im Trockenen präsentiert Walter Stiegelmeier die spektakulärsten Früchte seiner Leidenschaft. 20 bis 30 Tornados, zumeist der unteren Kategorie F1, wirbeln jährlich durch Deutschland. Ja, was man hier sieht, ist ein Tornado, den ich letztes Jahr im September aufgenommen habe, am Starnberger See. Und wie Sie sehen, das ist ein ziemlich großer Tornado, also der dürfte ungefähr 20 Meter breit gewesen sein. Und der von einem Boot zum Kentern gebracht haben, also das war ein ziemlich kräftiges Teil. Und da war ich schon ziemlich perplex, wie ich den gesehen habe. Also da habe ich mir gedacht, boah, das ist schon der Hammer. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Also diese Aufnahmen sind eigentlich im deutschen Binnengewässer einzigartig bisher. Es war ein ziemlicher Glücksfall, dass ich das filmen konnte. www.unwetterzentrale.de. So lautet neben einer Seite des deutschen Wetterdienstes die Anlaufstelle für die Jäger atmosphärischer Phänomene. Bei professionellen Wetterdiensten Erwähnung zu finden, gilt als Ritterschlag. Man schätzt sich. Wir bekommen insbesondere über Handy bekommen wir sehr schnelle Informationen. Das ist auch ganz wichtig, weil es immer der Zeitfaktor das Hauptproblem ist. Und im Nachhinein dann oftmals ein Austausch. Wir stehen auch in Verbindung mit den Stormchasern und tauschen natürlich auch dann mal Informationen aus und sehen auch manchmal natürlich dann Bilder vor Ort, die dann auch sehr überraschend manchmal und sehr interessant auf jeden Fall für Meteorologen sind. Donnerwetter. Meteorologischer Katastrophentourismus ist also sinnvoll und spektakulär. Boah, scheiße, guck mal die Pfanne, alles durch. Erdrutsch. Wir hatten schwere Sturmböen, wir sehen die im Hintergrund von mir. Wir sehen immer wieder Staub aufwirbeln hier. Jetzt fängt es an zum stark regnen. Südlich von mir blitzt, ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund erkennen kann. Übrigens, Sturmjäger Marco Kaschuba weilt derzeit in Südflorida. Die Hurricane-Saison hat begonnen.